Hallo. Upsi, Karl. Ach du Scheiße. Ich bin verwirrt. Wie geht's? Du Arschkeks. Braucht einer von euch ein Häschen? Nein. David, my boy, to win the game I prepared for you, you have to follow the numbers. Please find the number one. Okay. Ich bin noch nicht mal so groß wie der Tisch. Okay, warte mal. Tiki-Taki und hier bitte machen wir mal so. Habe ich das höher gestellt? Oder nee, dann mal höher, hoffe ich, ne? Da ist er schon wieder. Drauf gehen. Hallo. Ich kann drauf gehen. Okay. Okay, aber erzählt es nicht noch mal, also. Okay, du bist die 2. Vielleicht trotzdem hier rein. Wir suchen die 1. Oh, ei, ei, ei. Das ist die 3. Die 3 führt zur Tür. Der hat das ja auch gemacht. Oh. Gott. Nimm das mit. Nimm das doch mal mit. Ist nicht so gut. Drei Tür. So langsam tut mir mein Handgelenk hier weh. Eins. Yes, very good. Very good. Waren wir hier nicht vorhin? Ah, oh, jetzt muss ich da an den Rädern doch noch drehen. Seid ihr so gruselig? Wieso habe ich jetzt ein Männlein steht im Walde im Kopf? Was soll denn das? Die Leitung einfach verfolgen müssen. Nee, okay, jetzt geht nur in die Wand. Okay. Wo kriege ich denn hier die nächste Kerze wieder her? Hier sind auch Messer. Mutti eigentlich schon hier durch?
Ne, noch nicht. Muss hier hin. Sieh doch durch. Vorhin das Kunstblut noch gebrauchen können. Was ist das? Die? Kerze, okay. Okay, einer ist schon mal aus. Das ist eine Kerze, okay. Ich habe den letzten gedreht. Dann drehen wir halt nochmal hier. Yep. Jumpscare. 3, 2, 1. Nein. Nein. Ja, ich kann dir leider nicht helfen. Sorry. Oh, you found number one. Bravo. Danke. Was ist das hier für ein krankes Versuchsding? Von Franklin an Carl. Du warst für mich jemand wichtig. Warte, von Franklin an Carl. Du warst für mich jemand Wichtiges. Ich wollte dir nicht wehtun. Dafür habe ich dir geholfen, dem Tod durch die Hand der Gerechtigkeit zu entgehen. Durch meine Hand. Hand, okay. Verstehe doch, dass das Leid, welches ich dir zugefügt habe, die einzige Strafe war, die du erhalten hast, weil du George bei der Verwischung der Spuren geholfen und falsch ausgesagt hast. Ich habe so viel für dich getan und du schreist ständig herum und läufst weg. Ich habe dir, ja, da würde ich aber auch an dem weglaufen. Ich habe dir im Keller ein schönes Zimmer eingerichtet, so wie mir. Du hast einen Fernseher? Ich hatte keinen Fernseher. Fernseher bekommen. Jeden Abend komme ich und lese dir vor. Ich gebe dir Essen. Du solltest meine Liebe zu dir spüren. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Bruder. Bruder? Wirklich Bruder? Da ist ein Bruder eingesperrt. Guck mal, können wir auch alles mitnehmen? Theoretisch. Oh, ich habe mittlerweile 28 Grad in der Bude. Listen to the tape, David. Okay. Okay. Oh, Sarah, please don't cry. You have to forgive Uncle Carl. He's just too strong.
He just wanted to stroke your little head. look, we're still having fun. Raise your head. I want to introduce you to your sister. Jetzt ziehen die da auch noch kleine Kinder mit rein. Onkel Karl hat so viel Kraft. Wollte dir nur den Kopf streicheln? Also, hat sie verletzt? Hallo? Achso, danke. Geht schon wieder das Ding aus. Stickerschlüsse. Ach, Gummistiefel. Schlüssel? Nein. Nein, ich kann dir immer noch nicht helfen. Nein, dir auch nicht. Schlossen. Hier noch was. Zwei. Very good. Ausweg? Hat hier Onkel Karl vorgelesen? No, not so fast, David. First, you have to play with my dearest brother. But remember, he likes to play rough. Was soll das heißen? Was soll das heißen? Hier ist sein Zimmer gewesen. Kann ich mich nicht hinhocken? Ich kann nicht speichern. Was soll ich denn tun? Oh nein. Kann ich speichern? Ich kann nicht speichern. Gar nicht da. Oh mein Gott. You better hide, David. Hier war doch gerade was. Was kann ich hier nehmen? Hä? Kerze. Oh! Wo muss ich denn damit hin? Kann ich mich hier verstecken? Ich will mich verstecken. Ach du Scheiße. Ich sehe nichts. Was muss ich denn tun? Okay, hier hat er wenigstens gespeichert. Wo war er denn? Da, hi. Ich leise rausgehe. Okay, nein. Hilft nicht. Ist er schneller als ich? Oh. Tür zumachen, bitte. Ah, okay. Ah, schön. An Franklin.
Er erhielt zwei. Er erhielt zwei. Eins hat er zum Spaß mit Messern an ein Brett im Flur festgenagelt. Ich habe schon viel bei dir gehört, Franklin, über solch einen Schrei noch nie. Zum Glück hat er dem anderen das Genick gebrochen, bevor er anfing, es zu verspeisen. Okay. Also nicht okay. Hässlicher Mund, entkomme dem Monster aus dem Keller. Puh. David woke up and felt hungry. He decided to go to the kitchen to have a little snack. Jetzt sehen wir sind ein Kind, deswegen sind wir so klein. In die Küche, um einen kleinen Snack zu nehmen. Da, da, da. Was sind denn unsere Eltern? He saw his mother. She didn't turn around. Just said, David, honey, you can sleep. Oh, darling, just eat a candy. I left you the whole bowl on your nightstand, as always. Ganze Schüssel auf dem Nachttisch gelassen. Eat the candy and go to bed, honey. Ja, ja. Ja, Mutti. Ich gehe aber erst gucken, was es hier noch so gibt. Oder werde ich entführt, weil ich nicht auf dich gehört habe? Du könntest mich zumindest angucken, wenn ich mit dir rede. Eat the candy and go to bed, honey. Ja, okay, ich gehe ja schon. Ja. Sweet dreams. Ja, danke, schlechteste Mutter des Jahres. Du hast mir eine fette Süßigkeiten-Schüssel auf meinen Nachttisch gestellt. Das hier? Das ist ja auch keine Süßigkeit, ne? Jetzt kann ich starten? Oder wie? Ne? Dann gehen wir nochmal zu Mutti. Mama, ich kann immer noch nicht schlafen. You ate the candy, now go to bed. Ich kann nicht schlafen. Das musste sie mir jetzt extra nochmal sagen, ne? Wirst du es noch bereuen, mich nicht angeschaut zu haben, denn ich werde entführt. Ja. David went to bed and fell into a deep sleep. Das ist mein Traum, ja. Was gucken wir denn bitte für Kinderserien? Dass das unser Kindertraum ist. I can already see that you are a very gifted young man. I think you'll face no problem solving the puzzles I have prepared for you here. If you do well, I'll let you play with my spear. Ist das so gemeint, wie ich es verstanden habe? Wenn wir die Sache gut machen, lässt er uns mit seinem Speer spielen. Okay. Kerze. Keine Kerze.
Brief der Mutter an Franklin. Das war die wir befreit haben. Franklin, Schatz, ich habe den Speer gekauft. Okay, den du so lange gesucht hast. Wieso sucht man einen Speer? Oh, ich fand ihn im Antiquariat von Victor. Ich hoffe, dass du zufrieden bist. Ich weiß, wie sehr er dich fasziniert. Viele Grüße, Mama. Brief von Anna an Franklin. Schatz, ich mache mir Sorgen um unsere Tochter. Okay, also Franklin, der Verrückte, der zu uns spricht, hat Frau und Kind. Okay. Sorgen um unsere Tochter. Du sagst ständig, dass operiert werden muss. Bei ihr ist alles in Ordnung. Verschone wenigstens sie, bitte. Wenn du das machst, dann sage ich auch nie jemandem, was ich auf der dritten Etage gefunden habe. Ich fahre jetzt zur Arbeit und komme später wieder. Ich liebe dich, Anna. Ah. Okay. Ich habe keine Kerze mehr. Schwein. Wo finde ich denn hier eine Kerze? Bin ich blind? Hat auf jeden Fall irgendwas ausgepustet. Herausgerissenes Blatt aus einem Buch. Die Eskimos, das darf man nicht mehr sagen, oder? Haben eine spezielle Harpune, um Robben zu jagen. Diese Waffe ist rund 1 Meter lang und aus Horn und Eisen gefertigt. Am Ende ist eine Klinge angebracht. Sie wird manchmal nur aus Eisen oder Kupfer hergestellt. Nur das Ende ist nicht scharf, damit das Loch im Körper der Robbe so klein wie möglich ist. Unter der Klinge befinden sich 2 Flügel, die nach innen gerichtet sind, damit das Tier sich nicht von der Harpune losmachen kann. Sehr grausam. Ich sehe überhaupt nichts, aber ich habe einen Schlüssel gefunden. Ich habe hier angefangen, ja. Was? Was kann ich ihm hier im Kopf setzen? Ah, danke. Was? Ich. Okkult, Hinweis vom Erdgeschoss. Entscheidend, beachten Sie, dass während meiner Arbeit. Entscheidend, beachten Sie, dass während meiner Arbeit nützlich wird. Bin ich gerade nur zu doof? Ich bin schon ein bisschen durch, ich habe schon ein paar Sachen aufgenommen. Inspiriert von alten keltischen und germanischen Traditionen, Mischen des Gehirns mit Zement und es in eine formähnlich kleine Kugel formen. Nicht nur die Benutzer mit der Befugnis eines toten Verwandten vorgesehen oder in einigen Fällen Feind, sondern auch ein reichhaltiges Angebot an heiligen Munition zur Verfügung gestellt. Ich bin verwirrt. Er ist krank, das wussten wir jetzt aber schon. Ah, wieso? Igitt. Bah, ist das ekelhaft. Probier, der läuft mir hinterher.
und guckt so. Und guckt so nach dem Motto, upsi. Du Arschkeks. Probier. Was hab ich eben gesagt? Ich hab gesagt, nein. Ihr könnt zetteln. Brief von Anna an Lydia. Lydia, wenn du wieder zurück aus der Schule bist, geh sofort in dein Zimmer. Papa kommt dann zu dir. Und Anna an Lydia. Anna war unsere Frau, dann ist Lydia unser Kind. Papa kommt dann zu dir. Das arme Kind. Kann ich ihn hier durch? Und dann gehe ich halt wieder runter. Wo kriege ich denn Licht her? Du hast gepustet. Es ist zu dunkel, ja. Ja. Es ist noch ein Zettelchen für mich. Ja. Brief der Lehrer an Franklin. Beschreibung. Lieber Herr Franklin, wir laden wieder zur Versammlung im Lehrerzimmer ein. Wir brauchen Sie bei dieser Versammlung, um eine Entscheidung bei einer Sache zu treffen. Freundliche Grüße des Lehrerkollegium. Klingt ja mysteriös. Hier war ich ja. Ich habe was gefunden. Was muss ich denn finden? Meine Faszination. Teilnahme am Wettbewerb. Ich heiße Franklin. Ich würde sehr gerne den Speer gewinnen, der Hauptpreis in Ihrem Wettbewerb ist. Mich fasziniert diese Waffe. Ich bin Biologielehrer. Oh mein Gott. Deswegen kann er Kinder entführen. Zu Hause habe ich zahlreiche Artefakte und Skulpturen, die mit dem Meer verbunden sind. Mein Traum ist es, solch ein Speer zu haben. Ich kann ihn nirgendwo anders finden. Das ist sinnlos. Das wird niemand lesen. Da doch nicht. Aber Mutti hat doch den Speer dann gefunden. Und das war doch Mutti. Telefon. Ich komme. David, is that you? Honey, where are you? We've been looking for you everywhere. Are you alright? Please, come home. Did you really fall for that? Oh, just look at your face. Ja, das ist ja nett. Aber das ist doch jetzt ein Traum, ne? Ach Mann, was muss ich denn hier tun? Es ist bald 29 Grad. La, 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 la. Kann ich die Tür zum Bad aufmachen? Im Bad ist nichts von Saunapuff hier. Oh, es kommt ein kleines Lüftchen. Vielleicht kann ich dann besser denken. Er ist weg.
Versteckspiel, Suche nach der versteckten Puppe. Ich will das nicht sehen, ich will das ausschalten. Gut, oben ist nix. Irgendein Buch, was ich gleich ziehen muss. Ist es dann doch im Teppich? Da oben, okay. Das war... Habt ihr das gesehen? Ich habe das nicht gesehen. Da einfach blind jetzt hingeklickt. Das sind Kerzen gewesen, oder? Hm. Jamie? Stifte? Ich hab Kaninchen. Tape. Und von Andy 3. Nur nicht Band 2. It's Andy. I found another kid. A girl. Her name is Lydia. I tried to take her with me, but this psycho already laid his dirty hands on her. I'm warning you. Be careful. Be smart. Play his stupid game so he won't suspect anything. Remember to look for my tapes, though. I'll leave you the screwdriver on the second floor in the drawer of the desk. I have to go. Find my next tape. I'll place crayons on the floor so you can easily find the right desk. Etage, Schreibtisch. Ich habe die Stifte gesehen. Irgendwo. Doch Second Floor gesagt, oder? Weggehe. Ich habe die Buntstifte hinterlegt, damit du sie findest. Hm. Dann mache ich das Spiel jetzt hier auch heller. Wenn ich hier nichts sehen kann. Ihr seht genauso wenig wie ich. DCCB. Ob das was bringt. Na, bedingt. Ich habe jetzt einen kleinen Blaustich hier drin, aber ich sehe wenigstens etwas. So, der Penner hat mich ausgepustet. Hier sehe ich trotzdem so gut wie ja nichts. Das Ding geht dann erst auf. Ja. Das kann man nicht machen. Hier ist ein Schrank. Sehe ich nicht. Da ist aber nichts drin. Das war der Schrank. Ne? Hier sehe ich auch nichts. Ich weiß nicht, was das ist. Ich kann den Kopf jetzt sehen, aber kann nichts tun. Okay, dann gehen wir wieder nach oben.
hier will ja nicht gehen. Das ist eigentlich, nee, das ist ja nicht unser Zuhause. Wir sind ja David. Aber das soll ja unser Traum sein. Was war das? War es nur ein Fehler? Funktioniert das jetzt nicht, weil ich schon den blöden Schreibtisch aufgemacht habe? Kein Buch, kein nichts. Nix drin. Nickes. Ich dreh durch. Irgendwo muss doch was sein. Doch nur wieder ins Ekelzimmer. Irgendwas muss doch hier sein. Was ist das hier? Einfach im Dunkeln rum. Ja, es ist hier zu dunkel, ich weiß das, aber ich weiß nicht, wohin sonst. Ich brauche bestimmt den Schraubenzieher, um das da oben mit dem zu machen, aber ich habe doch keinen Schraubenzieher. Kaninchen. Angenehm am Anfassen erinnert mich an meinen Teddy, mit ihm an meiner Seite fühle ich mich sicher. Braucht einer von euch ein Häschen? Jetzt auch nichts, hier ist nur der Fisch. Hier die Tür geht nicht auf, hier ist auch nur der Fisch. Wer von euch möchte bitte ein Häschen haben? War doch irgendwo. Ne, den habe ich ihn ja her, ne? Das sind doch Kerzen. Dann kann ich euch nicht anmachen. Dann kann ich den hier antocken. Dreht durch. Hast du ein Häschen? Ja, halt die Klappe. Hier ist doch ein Haken. Was muss ich hier tun? Ich habe doch ein Häschen. Kann ich doch hier hinmachen sonst? Buntstifte sehe ich auch nicht. In der oberen Etage, hat er gesagt. Hat doch gesagt, er legt da Buntstifte hin, damit ich das besser finden kann. Ich hatte irgendwo Buntstifte gesehen. Ich bin der Meinung, das war nicht hier.
Ihr Lieben, wisst ihr was? Ich unterbreche hier jetzt einmal offiziell diese Folge oder beende diese Folge. Vielleicht habe ich da 2 oder 3 bisher draus gemacht. Und ich denke, ich werde jetzt einmal nachschauen, weil ich weiß wirklich nicht, was ich hier jetzt noch tun soll. Ich habe die doch alle irgendwie hier schon angekrabbelt. Ich habe aber keinen Schraubenzieher. Ja, ich erschrecke mich trotzdem jedes Mal. Umtopf. Alles nicht. Der da oben aus der Kamera gibt mir auch keinen Tipp. Wozu konnte ich das aufmachen, wenn ich das nicht nehmen kann? Ja, okay. Ich weiß auch gar nicht, ob das Spiel speichert. Ich weiß auch nicht, wie lange das dauert, aber ich werde jetzt einmal die Folge beenden und dann werde ich das alles mal eruieren, wie lange der ganze Kram geht und wie ich an den Schraubenzieher komme. Dann danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!